Das ist halt das Besondere hier an dem Zerstörung-Hexer, an diesem Guide. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich werde es nicht für alle Klassen schaffen, aber hier haben wir wieder ein unendlich Makro. Moin, sind meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Video. Ja, wir schauen uns heute hier den Diaboliker Zerstörung-Hexer an. Ich habe da einiges für euch vorbereitet. Doch, erst einmal, Leute, ja, ihr könnt gespannt sein. Erstmal schauen wir uns die Werte an. Achtet unbedingt auf meinen Gearscore. Ich habe extra ein niedriges Equip für euch angelegt, um euch mal zu zeigen, was für ein Damage dabei rumkommt. Ja? Also, Werte. Wir priorisieren Tempo oder Crit. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich habe jetzt extra niedrige Tempo-Werte angelegt. Ja? Allerdings würde ich Tempo priorisieren, danach Crit, dann Meisterschaft, dann Vielseitigkeit. Ja, dann besprechen wir mal die Talente. Auf der linken Seite. Wir fangen erstmal links an. Ich werde nochmal einen Zerstörung-Hexer-Anfänger-Guide hochladen. Dort werde ich alles bis ins Detail erklären. Jetzt verschaffen wir uns erstmal hier einen groben Überblick. Wir haben Utility mit dabei, auch CC. Kann man auch auf die einzelnen Gegner anwenden. Sehr schön, die weltlichen Ängste. Wir haben natürlich den dämonischen Zirkel mitgenommen. Wir haben Dunkler Pakt und Sekret des Teufels. Ansonsten unten alle drei haben wir mitgenommen. Ich kann die Kamera wieder einblenden. Wir haben noch mehr CC mitgenommen, und zwar den Schattenfigur. Wir sind hier auf Stärke des Willens gegangen. Das ist variabel. Ihr könnt auch mit Finsteres Abkommen spielen. Wir haben das dämonische Tor mit dabei. Also, ihr seht, ein ganz standardgemäßer linker Talentbaum. Auf der rechten Seite wird schon etwas interessanter. Wir haben hier Inferno mitgenommen. Nicht Kataklysmus, sondern Inferno. Ja? Das ist einfach den Grund. Feuerregen macht 20% mehr Damage und kostet ein Sehensplitter weniger. Wir werden Feuerregen komplett spammen können. Ich habe ein unendlich Makro für euch vorbereitet. Braucht nur einen Knopf drücken. Hier tatsächlich funktioniert das bei dem Zerstörung-Hexer. Ja, Leute, ne? Aber erst einmal alles Schritt für Schritt. Wir sind hier auf Chaos gegangen. Wir haben loderndes Feuer mit dabei. Umarmung des Beschwörers, sind hier unten auf hereinbrechendes Chaos gegangen. Haben Entropie-Umkehrung mitgenommen. Sind hier auf das Seelenfeuer gegangen. Die Dezimierung haben wir mit, also Seelenfeuer und Dezimierung. Dann haben wir hier einmal den verbesserten Chaosblitz mitgenommen. Avatar der Zerstörung. Diabolische Glut nehmen wir noch mit. Ruin und überwältigende Macht. Im Grunde genommen ein relativer Standardbild. Wir haben Seele, Schattenbrand nicht mit dabei. Chaos, Feuer, Brunst allerdings schon. Diabolika. Ne? Also, wir haben, ich erkläre es euch grob, wie gesagt, im Anfängerguide werde ich euch alles an Talente bis ins Detail erklären. Wir haben halt die Möglichkeit, Dämonen zu beschwören, die sehr, sehr viel Schaden verursachen. Das ist so die grobe Erklärung. Ja? Wir haben hier mitgenommen seelengeächtete Kreise, Höllenmaschine und höllische Lebenskraft. Zudem, dass wir diese Dämonen beschwören können, haben wir die Möglichkeit, dass unser Chaosblitz zu einer Verwüstung wird. Und Verwüstung macht sehr viel Schaden und vor allem halt auch dann dementsprechend AOE-Schaden. Ne? Und wir haben noch zusätzlich die Möglichkeit in diesem Bild, dass unser Seelenfeuer zu einem sehr schnellen Cast wird und unser Verbrennen kann sich auch noch einmal transformieren. Weiteres aber jetzt gleich hier in der Rotation. Womit fangen wir an? Wollen wir erstmal mit der Unendlich-Rotation anfangen? Nein, wir fangen erstmal mit der Burst-Rotation an. Ja? Also wir haben eine Burst-Rotation, wo die Höllenbestie mit dabei ist. Ja? Den Feuerregen haben wir mitgenommen, weil auf lange Sicht ist es einfach so, dass wir wesentlich mehr Schaden verursachen hier mit diesem Skill. Wir haben halt auch permanent den Feuerregen ab. Wir können den so oft spammen. Vor allem, wenn der proc, können wir den nochmal extra mit raushauen. Ich werde jetzt hier nur einen einzigen Knopf drücken und die perfekte Rotation fahren. Doch zunächst verteile ich auf 4 Ziele Feuerbrand. Ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Procs bauen wir natürlich manuell mit ab, ne? Und zack, 4 Ziele mit Feuerbrand belegen und dann geht hier der Damage los. Und ihr werdet gleich sehen, der Feuerregen, wie oft wir den benutzen können. Schau euch das an. Ja? Jetzt könnten wir jetzt hier noch einen Seelenfeuer mit einbauen. Das bauen wir auch mit ein, und den Feuerregen, der halt hier for free ist, den bauen wir auch noch mit ein. Na, ihr seht hier, da können wir unendlich spammen an Feuerregen.
Ist schon, das ist absolut verrückt. Wahnsinn, was wir hier raushauen können mit dem Feuerring. Das ist, ich sag's ja, ne? Ja, das lohnt sich schon. Jetzt haben wir hier unten auch schon den Höllenblitz, ne? Und ihr seht hier eine Menge, Menge Damage und das Ganze halt. Ich drücke halt, wie gesagt, nur einen Knopf, fahre die perfekte Rotation und ihr seht, wie viele Feuerregen hier aktiv sind. Ganz, ganz wichtig ist, ich habe jetzt vor lauter Schnacken das nicht gemacht, ihr müsst eure Dots erneuern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe jetzt auch für euch hier eine AOE-Rotation vorbereitet, wo wir die Dots praktisch nur einmal zu Anfang benutzen und danach brauchen wir die, oder ist es halt alles im Makro drin, ne? Auch die Erneuerung der Dots. Also erstmal das Pad hier mal eben auf Passiv, damit wir außerhalb des Kampfes sind und dann gehen wir gleich die Rotation durch. Ich habe gesehen, mit meinem Gearscore, der Schaden kann sich sehr, sehr gut sehen lassen. Vor allem, es ist halt so, ihr werdet das gleich hier sehen in dem Unendlich-Makro, dass wir permanent auf diesen Damage bleiben. Ne? Das heißt, wir haben mit diesem Skill nicht die extremsten Burst-Spitzen, wir haben aber einen sehr hohen konstanten Schaden gleichbleibend. Das finde ich gerade sehr, sehr geil hier in diesem Bild, muss ich sagen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal die Rotation, und zwar die unendliche Rotation. Ich werde auch hier einfach nur einen Knopf drücken. Ja? Da ist die Höllenbestie nicht mit drin. Zack, wir verteilen erst einmal Feuerbrunst, ganz, ganz wichtig. Das machen wir manuell und jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier unsere unendliche Rotation, die wir halt einfach nur permanent drücken können, wie ihr sehen könnt. Zack, und jetzt kommt hier der nächste Feuerregen. Ihr seht, der Damage stackt sich schon hoch. Zack, das Verbrennen. Komm, wir müssen gleich noch mal ein bisschen was besprechen hier in den Talenten. Jetzt haben wir hier nochmal einen schönen Proc auf das Seelenfeuer. Und wir haben hier nochmal einen schönen Proc auf unseren Feuerregen. Wir verteilen jetzt hier, ganz, ganz wichtig, erst einmal wieder unseren Feuerbrand. Und dann geht's weiter. Na, ihr seht hier, ich kann halt permanent einfach nur diesen einen Knopf hier drücken und fahre halt permanent. Das ist ja halt tatsächlich hier mit dem Hexer ist das hier möglich. Den Höllenblitz können wir nochmal extra casten. Na, jetzt haben wir hier schon unser Feuerregen wieder. Wir haben jetzt hier unser Seelenfeuer, das benutzen wir. Das nächste Feuerregen. Und gleich können wir wieder die Dots erneuern. Ja, erneuern. Ihr seht, es ist eine ganz, ganz entspannte Rotation hier. Ne? Und zack. Richtig, richtig easy, einfach und simpel. Wenn wir dann hier, ne, so eine Verwüstung bekommen, dann hauen wir natürlich noch extra mit raus. Und ihr seht halt einfach, ich hab nicht, ich mache gar nichts eigentlich. Ne? Im Grunde genommen drücke ich einfach nur einen Knopf, ab und zu mal einen Proc mit aufbrauchen. Und ich fahre halt permanent, wie ich schon sagte, konstant diesen Damage. Und ich drücke wirklich nur einen Knopf, die ganze Zeit durchgehend, ja, wie ihr sehen könnt. Absolut verrückt. Ne? So, und jetzt könnten wir halt jetzt erneuern wir wieder hier die Dots. Ja, total simpel. Was ist denn hier los mit dem Hexer hier? Hm? Wahnsinn. Ja. Ihr seht, geht sehr, sehr gut auf. Jetzt könnten wir hier weitermachen mit unseren. Ja, aber das könnten wir jetzt halt noch bis übermorgen so durchziehen. Ne? Das ist halt das Besondere hier an dem Zerstörung-Hexer, an diesem Guide. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich werde es nicht für alle Klassen schaffen, aber hier haben wir wie ein Unendlich-Makro. Ja? Die Makros. Die findet ihr in der Beschreibung und in den Kommentaren. Dort findet ihr die Links dazu. Schnappt euch die Makros. Lacht euch ins Fäustchen. Drückt einfach nur einen einzigen Knopf. Hat die perfekte Rotation. Ja, Leute. Gut, die Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal eine schöne Single-Target-Rotation. Richtig geile Single-Target-Burst-Rotation. Wir werden jetzt hier mal eben einen Chaos-Blitz drauf machen, damit wir hier schnell die Shards hier weg haben. Jetzt hat es natürlich geprockt. Den Proc warten wir jetzt mal eben ab. Jetzt haben wir hier auch schon unseren Dämon, der sich hier beschworen hat. Wir warten mal eben ab. Ja, dann fahren wir hier nämlich gleich eine richtig schöne Single-Target-Rotation durch. In der Zeit können wir noch etwas besprechen. Und zwar, ihr habt ja gesehen, wie oft mein Verbrennen mehrere Ziele getroffen hat. Das ist dem Chaos, ne, zu verschulden. Eure Einzelzauber haben eine Chance von 25% an Gegner in der Nähe für 5 Sekunden lang mit Verwüstung zu belegen. Das ist richtig krass. Das ist richtig heftig, wie oft das proppt. Wie oft dieses. Das ist echt enorm. Ja? Gut, Leute. Ne? Single Target Rotation. Bedenkt mein Gearscore. 562 oder sowas. Auf geht's. Ich habe schon die Höllenbestie. Chaosblitz. Jetzt können wir hier noch einmal die Verwüstung mit aufbrauchen. Dann können wir jetzt nochmal einen Chaosblitz extra raushauen. Wenn wir halt diesen Block haben, dann können wir ja tatsächlich einen extra Chaosblitz neben dieser Rotation hier mit raushauen. Ja? Und ihr seht hier eine ganz, ganz entspannte Rotation. Und jetzt bauen wir hier nochmal ein kleines Verbrennen mit ein. Zack. Easy peasy.
erneuern unser Feuerbrand und dann geht's weiter. Ne? Und das könnten wir jetzt hier fortführen. Ne? Ganz, ganz entspannte Rotation. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, wenn wir Procs auf Seelenfeuer haben, brauchen wir die eigenständig mit auf. Ne? Ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ich habe für euch vorbereitet eine Rotation, die wir benutzen können, wo die Höllenbestie nicht mit drin ist, ähnlich wie diese 3-Splitter AOE-Rotation. Ja? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, es gehen wir um in den Raid Guide. Wenn ich von Mythisch Plus rede, rede ich auch gleichzeitig von den Tiefen. Ganz, ganz wichtig, das hier ist ein Raid Guide, ein Mythisch Plus und Tiefen Guide. Ja? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über in den Raid Guide. Und ihr seht hier ein bisschen, was hat sich verändert. Tatsächlich spielen wir jetzt hier auf der Seite höllisches Bollwerk. Ich würde euch hier häufiger Spender empfehlen. Rasche Erschaffung haben wir mitgenommen. Und ja, ansonsten sind wir hier mal auf finsteres Abkommen gegangen. Das Ganze bleibt aber, wie gesagt, hier euch überlassen. Wir haben hier auf der rechten Seite tatsächlich Kataklysmus mitgenommen. Wir haben mit dabei Dämonenfeuer kanalisieren, sind hier nach unten gegangen. Haben auch hier wieder das Seelenfeuer mit dabei und sind hier mehr fokussiert darauf, Einzelzielschaden zu fahren. Wir haben auch hier mit dabei Umarmung des Beschwörers. Ne, Chaos nehmen wir oder Verwüstung nehmen wir hier nicht mit und die Pyrogenetik auch nicht. So Leute, dann würde ich sagen, nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, ist hier unten, ne, Avatar der Zerstörung. Gut Leute, dann geht's jetzt los. Dann fahren wir jetzt hier mal eine richtig coole Raid AOE Rotation. Ich werde auch hier wieder nur einen einzigen Knopf drücken und eine Raid AOE Rotation fahren. Auf geht's. Zack. Da wird übrigens gerade hier ein Makro getestet von mir, ne? Oh, zack. Ne, das, da können wir einen jetzt extra einmal hier, ne, extra raushauen, weil es halt auch gerade am Procken war. Box und sowas bauen wir halt separat ab, ne? Das ist klar. Und ihr seht, ganz, ganz entspannte Rotation. Ne, jetzt könnten wir halt theoretisch wieder weitermachen. Ups. Mein Bad. Wir hätten natürlich vorher dementsprechend das Kataklysmus hier legen müssen und dann das Dämonenfeuer kanalisieren. Ich muss da am Makro-Ende nochmal ein E hinschreiben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über in eine 45er-Rotation. Das heißt, die wir relativ oft benutzen können, wo die Höllenbestie halt nicht mit drin inbegriffen ist. Wir haben jetzt 5 Seelensplitter. Ne? Warten wir jetzt ab, bis die alle weggehen? Oder nee, wir ballern jetzt mal eben hier einen fixen Chaosblitz raus und dann haben wir die nämlich weg. Hm, jawohl, die stecken gerade ab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auf geht's. Kataklysmus kommt. Oben läuft wieder die Rotation durch, wie ihr sehen könnt. Hm. Jetzt benutzen wir hier den Höllenblitz nochmal extra. Zack, das Verbrennen. Wenn wir den Höllenblitzblock bekommen, immer extra benutzen. Immer einmal extra raushauen, den Höllenblitz. Ja. Jetzt haben wir hier den Block auf das Feuerregen. Und das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja. Zack. Dieser Höllenblitzblock hier. Jetzt haben wir hier nochmal einen Block auf die Verwüstung. Und das ballern wir natürlich auch extra nochmal mit raus. Und ihr seht hier, ist eine ganz, ganz solide, entspannte Rotation. Ups, schon wieder. Mensch, was ist denn los mit mir? Hier, ganz, ganz wichtig, Kataklysmus mit einbauen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich baue das gleich nochmal mit ein. Ne? So Leute, jetzt machen wir hier nochmal eine schöne Raid Single Target Rotation. Ja, das ist ja hier das, weshalb wir hier sind. Raid ist immer für den Einzelzielschaden üblicherweise zu spielen und verursacht halt auf konstante Ebene wesentlich höheren Einzelzielschaden, als wie mit der Mythisch Plus gelungen. Im Mythisch Plus macht ihr natürlich mehr Massenschaden. Ja, aber ihr habt gesehen, Mythisch Plus unendlich Makro ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ne? Die Makros, die Links dazu findet ihr in der Beschreibung und auch in den Kommentaren. Schnappt euch die Makros. Überrascht mal eure Gruppenmitglieder, falls ihr vielleicht mit einer Mythisch Plus Gruppe unterwegs seid. Überrascht die mal und seid mal hier permanent im Damage auf Platz 1 und dann lacht ihr euch ins Fäustchen, weil ihr halt einfach nur einen Knopf drückt. Ihr könnt euch auf die gesamte Umgebung, auf das gesamte Spielgeschehen konzentrieren während der Zeit. Und dann würde ich sagen, geht's los. Ne? Machen wir jetzt hier mal eine schöne Mythisch Plus Single Target, Raid. Raid Single Target Rotation. Ja. So, unser Pet ist hier noch auf Helfen. Machen wir mal auf Helfen, ja. Und auf geht's. Da kommt schon der Chaosblitz, da kommt der nächste Chaosblitz. Ihr seht hier die Rotation. Ganz, ganz feine Rotation.
Wir haben jetzt nochmal hier den Seelenfeuer-Proc, den hauen wir natürlich extra raus. Und hier auch den Chaos-Blitz-Proc, den hauen wir nochmal extra mit raus. Das ist ganz wichtig, wir haben hier unseren Höllenblitz, den wir nochmal extra mit raushauen. Boah, wir haben jetzt schon wieder den nächsten Proc hier. Meine Güte, was ist denn hier los? Mensch. Ja, das können wir irgendwie das Dämonenfeuer kanalisieren benutzen. Dann geht's hier weiter mit dem Chaosblitz, dann kommt die Verwüstung. Und dann geht's hier weiter direkt mit dem nächsten Chaosblitz, dann können wir auch schon wieder den nächsten Chaosblitz machen. Also, was ist denn hier los? Meine Güte, den nächsten Chaosblitz, das Seelenfeuer kommt, dann würden wir jetzt hier weitermachen mit dem Verbrennen. Also ihr seht, ne, konstant sehr viel Schaden im Single-Target. Ich habe euch auch dort eine Rotation vorbereitet, ohne Höllenbestie, wenn ihr die extra spielen wollt. Ja Leute, ne, Makros, wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung auch in den Kommentaren. Die Talentstrings und die Talente findet ihr dort auch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde den Lee Sengai, den Höllenrufer, Zerstörung Hexer, werde ich auch verguiden. Ja, entweder ist der hier schon eingeblendet oder der folgt jetzt die Tage. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.